Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wie in der letzten Folge angekündigt, machen wir jetzt mal die Sanitätermission. Holen wir mal den Patienten ab. Level 1, freie Plätze 3. Es gibt 12 Level insgesamt. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich alle 12 durchzumachen. Es dauert eine Weile, vielleicht brauchen wir 2 Folgen. 17 Sekunden dazu gekriegt. Jetzt müssen wir den vorsichtig zurückfahren. Wenn wir nicht vorsichtig sind, werden sie noch mehr verletzt. Wenn sie tot sind, haben wir vergeigt. Mal gucken, wie ernst die hier so einen Krankenwagen nehmen. Ich mag es eigentlich nicht in dem Gebiet, ganz ehrlich. Eine. Seht ihr deswegen? Moment, wir fahren kurz in ein anderes Gebiet. Platz da. Hier am Krankenhaus ist es wesentlich cooler. Einfach weil es jetzt hier. Naja, die Wege sind zwar auch nicht kürzer, aber es. Man muss halt nicht immer erst ziemlich viele Wege fahren, um die zu finden, beziehungsweise um sie abzuholen. Beim anderen muss man halt erst außen rumfahren und hin und her. Ist ein bisschen real kacke. Some real shit. 42 Sekunden. Wir müssen gucken, dass wir so viele Sekunden wie möglich sammeln. Je mehr Zeit man hat, desto besser. Polizeimission machen wir dann mal bei Zeiten. Ups. Okay, wieder eine Person. Ist jetzt ein bisschen langweilig, aber es lohnt sich, die zu machen. Egal wie langweilig die Nebenmission als Sanitäter ist, es lohnt sich einfach zu brutal. Ich habe das erst ziemlich spät rausgefunden. Als ich es rausgefunden habe, war ich ziemlich angekotzt, dass ich das nicht gewusst habe. Platz da, Platz da, Platz da. Jetzt haben wir 3 Personen zu retten. Und wir sollten uns beeilen und keine Cops aufmerksam auf uns machen. Da wir eher ein Fake-Sanitäter sind, was nicht so toll wäre. Jede Erschütterung vermindert die Überlebenschance der Patienten. Steck hinten ein jetzt. Hopp, hopp. Na. Beeil dich, Mann. Steh auf. Okay. Nur mit Legend, dann fahren wir die alle zum Krankenhaus. Jetzt wird es gleich eh ein bisschen schwieriger. Platz da, Platz da, Platz da. Einsteigen, einsteigen, hopp, hopp. Krankenwagen voll, ja, das wissen wir. Mehr brauchen wir auch nicht. Da wir nur 3 Plätze haben, ist es halt ein bisschen, naja. Je mehr es werden insgesamt 12 Level. Jedes Level kommt einer mehr. Und wir werden gut bezahlt dafür, dass wir die Leute abholen. Steig einfach hinten ein, Kumpel. Der fahren wir jetzt auch mal schön vorbei, dass die hinten einsteigt. Ist mir eigentlich theoretisch Wurst, wo die einsteigen. Ich will nur halt, dass die schnell einsteigen. Deswegen lasse ich die meisten eigentlich hinten einsteigen. Nur wenn halt hinten voll ist, lasse ich sie vorne einsteigen. So. Krankenwagen ist voll, jetzt müssen wir abgeben. Wir sollten uns beeilen wegen dem Zeitlimit. Fliege verschwinde. Ich würde gerade schon wieder an meinem Rand rum. Das nervt. So. Jetzt kriegen wir ein bisschen Zeit. Haben 3 Personen gerettet. Hippity hopp, hippity hopp. Hippity hippity hopp. Einmal einsteigen. Ich habe gesagt, einmal einsteigen. Komm auf, bring rein jetzt. Dass ich die festlegen kann. Komm, mach Platz. Vorsichtig. Nicht zu viel Mist bauen. Ich will keine Cops aufmerksam machen, deswegen sollten wir aufpassen, wie wir an Leuten vorbeifahren.
steig ein. Hopp, hopp. Roll doch in dein blödes Auto. Ich fahre jetzt nicht extra um. Ich fahre einfach geradeaus weiter. Oh. Weich mir doch nicht so blöd aus, Mann. Jetzt komm, wo bist du? Ich hab noch exakt 60 Sekunden Zeit, also eine Minute. Ich halt immer so ein Spiel auf Zeit. Oh, Bulle, Alter. Einsteigen, hopp, 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 hopp. Krankenwagen voll, 35 Sekunden, um zurückzufahren. Das ist gut. Ist gut, dass wir Zeit kriegen. Ist auch irgendwie wichtig, dass wir Zeit kriegen. Ohne Zeit geht halt gar nichts. Mach doch Platz, du! Platz da, Platz da, Platz da. Hm. 25 Sekunden. Ich höre jetzt erst den rechten ab. Dann fahren wir mit Lichtgeschwindigkeit kurz zum anderen. Wir sind ja schon bei Level 5. Ich hoffe bloß, dass wir nicht wegen Zeit verkacken oder dass wir aus Versehen dann überfahren. Deswegen bei Patienten vorsichtig fahren. Das habe ich gemeint. Komm schon, blöde Kuh, steig ein jetzt. Dass die Autos immer so abdriften, wenn man die Laterne rammt. Ich kenne Spiele, da heizt man ganzen, da heizt man einmal an so einem Ding lang und dann steht da gar nichts mehr und kaum langsamer. Hier, da fährst du dagegen und dann verlierst du erstmal Kontrolle über dein Auto. Ist ein bisschen realistischer als, ich sag mal, Need for Speed. In dem Sinne. Unrealistisch sind Need for Speed eigentlich, ja. Mehr oder weniger Need for Speed ist eigentlich, ja. Hm. Bullenjagd bezogen, ja. Need for Speed ist unrealistisch. Da man A mehr als Nagelbände und ein paar Autos hat, um jemanden aufzuhalten. Oder auch einen Suchhelikopter. Es gibt auch Helikopter, die einfach einen abballern oder mit speziellen Geräten einfach einen Motor lahmlegen. 1250. Sehr gut. So, jetzt haben wir schon 6, jetzt haben wir schon 2 volle Fahrten. Einsteigen. Okay, jetzt hören wir schon mal Very Serious den da ab. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen sollte ich gucken, dass ich mich beeile. Steig ein, steig ein, steig ein, Mann. Komm schon, Junge. Mach hin. Wir haben keine Zeit mehr. 39 Sekunden, Krankenwagen voll, okay. Kann ich mit leben, dass der Krankenwagen voll ist. Ups. Mein Fehler. That's all right. So. Schnell abliefern. Hopp, 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 hopp. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Ich muss weiter. Es wollen noch mehr arme Seelen gerettet werden. Miesesten Spot, wo einer sich aufhalten könnte. Aber jetzt erstmal das halbe, den ganzen Block hier umrunden müssen. Ja. You know what I did to get this ride, homie? Alter, mach Platz jetzt. Ich muss da jetzt rein. Diese Person abholen. Und dann ganz schnell wieder rausfahren. Am besten nicht da lang. Aber da können wir eigentlich auch lang. Gerade genug zum durch die Gegend driften ist es ja. Theo praktisch. Komm, hau rein. Okay. Letzte Person noch. Zurück zum Krankenhaus. Ich lasse dieses Z hier. Nein! Nein! Nein, jetzt jagen die mich. Very serious. Komm, steig ein! So viel Kuh, bevor die Cops kommen. Ich muss hier weg. Platz da, ihr Blödmänner! Verpisst euch doch. Ganz ehrlich.
nicht mehr lustig. Und der Zeitdruck 40 ist einfach viel beschissener. Wir haben schon 10 Minuten die Hälfte. Ich hoffe, dass ich die andere Hälfte in den letzten 10 Minuten noch schaffe. Und sonst machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich will die 20 Minuten einhalten. Ihr wisst schon, Upload-Zeit ist einfach... Zum Rendern dauert es auch ewig. Jetzt, wo ich gerade Conflict Storm... Ich will das jetzt als Parallel-Let's Play machen. Conflict Storm braucht ja schon... Ja. Die vierte Folge, die ich jetzt gerade eben gerendert habe, bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, die Aufnahmerunde, hat sage und schreibe fast 3 Stunden gedauert. Nur zum Rendern. Da ich ja Conflict Storm auf 1008... Conflict Storm vor allem. Conflict Zone. Auf 1080p Render. Davor habe ich ja immer nur auf 720p gerendert. Nur einen Unterschied macht es bei dem Spiel eh nicht. Aber naja. Komm, steig ein. Vorne. Man muss vorsichtig sein, nicht, dass sie wieder abstürzen. Diese Abstürze. Los, Affenköpfe aus dem Weg. Das Fahrzeug mit Blaulicht, um diesem Dorf aus dem Weg zu fahren. Hopp, 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 aussteigen. 3 freie Plätze, 3 Bürger können gerettet werden. Der vierte muss leider warten, bis er dran ist. Spring rein. Gut, 16 Sekunden. Das geht eigentlich. Ich fahre jetzt noch rückwärts ran an den, die. Komm, steig ein. Auf ins Winewood-Viertel. Und jetzt sind wir in Winewood. Fahrskills. Ist auch ein guter Weg, um Fahrskills zu kriegen. Wenn man es so sieht, sehen möchte. Steigern, steigern, steigern. Gut, gut, gut. Kommen wir weiter. 43 Sekunden. Sehr schön. Zurück zum Krankenhaus. Und ich kann nicht Straßen führen. Ich weiß, wo ich langfahren muss. Ich muss nur aufpassen, dass mein Feuerwehrauto. Krankenwagen nicht hochgeht. Ich muss vorsichtig fahren. Weil wenn der kaputt geht, haben wir es verkackt. Und das will ich nicht. Wisst ihr was? Ich mache die Folge so lange, bis wir das fertig haben. Solltet ihr nur das Ende gucken wollen, ist mir egal. Passiert eh nicht wesentlich Wichtiges. Wie keine extra Zeit. Tatü, tata. Oh, Alter. Ich will mich hier umfahren. Da steht er doch. Auf, spring rein jetzt. Und gleich 3 Leute überfahren, einen Stand kassiert. Natürlich sind jetzt die Cops wieder hinter uns her. Mal wieder. Schlimm an der Polizeimission. Man muss ja, man muss bei der Polizei neben Job, Mission, was auch immer. Muss man ja. Steigst du aus? Gut. 2450, wir haben schon 7000 verdient jetzt, gerade in kurzer Zeit. Das heißt kurz, 10 Minuten. Gibt schnellere Wege, um Geld zu machen. Bessere Wege. Auf jeden Fall. Man kann es auch einfach zusammencheaten. Was eigentlich unfair ist. 2 Rad Doppelbonus, 6 Dollar kassiert. Dafür, dass wir kurz auf 2 Rädern balanciert sind. Oh, zum Glück. Ich dachte schon, der ist da oben. Was ja offensichtlich nicht ist. Sie. Steig einfach vorne ein. Oh, spring doch nicht ab. Und ja, stöhn hier halt rum. Da habe ich aus Versehen den Hotdog-Verkäufer plus Stand umgefahren. Aus Versehen natürlich. Aber das ist GTA, was erwartet ihr? Dass ich hier fahre wie so ein NPC. Wie so ein Lahmarsch. Dass ich nie ans Ziel komme. Real, homie.
Genau. Vor allem schrecklich wird es, wenn wir dann langsam mal Hunger kriegen und essen müssen. Bei Mission ist es richtig mies. Krankenwagen voll, 45 Sekunden verdient. Noch Platz da. Da sind noch mehr, aber ich kann sie nicht einsammeln. Polizist. Vorsicht. Idiot springt auf die Straße. Natürlich. Ich finde die NPCs lustig. Die springen halt auf die Straße. Wir haben noch 4 Level. Nachdem sind es noch 3 Level. Ja. 8, 9, 10, 11. Ja, 5 Level müssen wir noch durchmachen. Dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Und danach höre ich auch auf. Dann machen wir vorher schon mal keine Krankenwagen-Mission mehr. Und mal ganz nach da unten den letzten blauen Punkt. Links an der Karte. Da vorne ist er schon. Und mal hier herum. Steig ein. So, einer am Strand, einer weiter oben. Okay, holen wir uns den, der da oben steht, schon mal. Noch eine Braut, okay. Und ein Typen. War ja klar. Auf, steig ein jetzt. Auf, dass ich hier wegkomme. Hier fahre ich nicht hoch. Ich fahre jetzt hier lang. Wir werden noch öfters die Gegend von Los Santos erkunden. Missionsmäßig und so. Manche Arschlöcher halten halt einfach mitten auf der Straße an, wenn du mit Blaulicht dran vorbeifahren willst. Die halten halt einfach an. Aussteigen, 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 aussteigen. Keine Zeit, okay. Wir haben 3 Minuten, aber das ist wenig Zeit im Prinzip. Wenn man mit dem Scheiß zusammen fährt, wir sind bei 17 Minuten und haben gerade mal... egal. Wir pfeifen heute mal auf Zeit. Guck mal, was wir hier machen. Polizeimotorradfahrer, hau ab! Bitte einsteigen. Und gut festhalten. Totales Wendemanöver. Steig ein, steig ein, steig ein. Wir müssen weiter. Hopp, hopp, hopp. Je mehr Zeit wir aus der ersten Runde mit Natur aus der Runde jetzt mitnehmen, in die nächste, desto besser. Wir werden die Zeit brauchen. Komm, weg, 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 weg. Taxifahrer bleibt halt stehen. ...3200, wir sind jetzt bei 10.000. Ein Ammunition, da kommen wir auch noch rein, aber nicht jetzt, später im Spiel. Ich will ja noch nicht zu viel erzählen. Das wird auf jeden Fall richtig awesome. Ich muss mich beeilen. 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 Steig ein. Vorne einsteigen. Stopp, steig ein. Hopp, 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 hopp. Du musst weg. Krankenwagen-Mission macht man am besten ohne Türen. Wenn alle Türen weg sind, dann können sie schneller einsteigen, dann brauchen wir die Tür aufreißen. So wie der jetzt, Tür auf. Reinklettern, Tür zu, Krankenwagen voll. Zurück zum Krankenhaus. Vorsicht. Platz, Mann. Jo. Autofahrer des 19. Jahrhunderts. Nein, nicht vorne, du dussliche Kuh. Steig fällig hinten ein, hier. Steig doch jetzt ein, um zu backen. Dumme Angewohnheit von den NPCs, einfach rumzubacken.
Okay, er ist auch drin. Ich mal einen kurzen Block fahren. Und ich würde sagen, ja, fahren wir. Ich würde gerne den hier zuerst abholen. Den hier, den hier. Vorsichtig fahren, nicht, dass wir ihn über den Haufen fahren. Sie, wie auch immer. Whatever. Als nächstes holen wir uns den oben links und dann die zwei unteren am Strand. Wie gesagt, hier ist die Gegend einfach ein bisschen besser zu fahren. Man hat mehr Platz, man hat keine dämlichen... Zum Beispiel gibt es am anderen Krankenhaus gibt's einen Ort, wo man dann hinter ein Haus fahren muss, wo man erstmal um den halben Block fahren muss, um dahin zu kommen. Ist leicht nervig und wir beeilen uns jetzt mal. Wir haben zwar noch 3 Minuten, aber das macht mir nichts. Spielt keine Rolle, wir haben nicht viel Zeit. Bitte hinten einsteigen. Jetzt fahren wir hier mal mit Top Speed. Ist auch meine Lieblingsstraße eigentlich. Weil man hier einfach mit Top Speed richtig schön langheizen kann. Hier lang müssen wir lang driften. Müssen gut aufpassen. Genau deswegen. Auf jetzt. Hau rein, hau rein, hau rein. Komm schon. Steig ein, steig ein, steig ein. Ich steig kurz den Krankenwagen rum. Hopp. Dann kommen wir hier lang. Hoppsala. Wir fahren mal zurück zum Krankenhaus. Schnell zu trinken. So, hopp, hopp, hopp. Bloß nicht aufgepasst, ob ich auch den Ordner umgestellt habe, dass ich auch den richtigen Ordner aufnehme. Sonst muss ich nachher wieder alles rumkopieren. Was ein bisschen nervig ist, aber okay. Vierte Fahrt. Jetzt brauchen wir 4 Fahrten, um überhaupt alle wegzubringen. Wir kriegen 3-mal voll. Und 1-mal halt nicht. Auf, hopp, hopp. 3-mal voll und 1-mal eine Person. Dann 3-mal voll und 2 Personen und dann 4-mal voll und dann war's das mit der Mission. Hinten einsteigen, komm, ab, ab. Vorsicht, nicht, dass er wieder rumfällt. Und wir noch mehr Zeit verschwenden. Wo sind meine 3 Minuten hin? Ah, ich glaube, die werden zurückgesetzt auf, ich weiß nicht, 1 Minute, 1,5 Minuten. Sowas in dem Dreh. So. Los, Platz da, Platz, 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 Platz. Steig ein. Krankenwagen voll, das juckt mich jetzt im Prinzip eigentlich wenig. Wir sind gleich ums Eck. Und hoppsa. Schlange komplett 28 Sekunden gekriegt. Machen wir weiter. Gibt zwar nähere. Aber ich möchte die weiter entfernten zuerst holen, weil die mehr Zeit geben. Oh je. Gott, noch Platz. Ich muss jemanden abholen. Wahrscheinlich irgendein Drogendealer oder so. Wer weiß, was der hauptberuflich macht. Ist mir eigentlich auch egal. Wie auch immer. Holen wir den nächsten oder die nächste, wer auch immer. Sie, seht ihr, deswegen will ich keine Türen haben. Nächstes Mal bearbeite ich den scheiß Krankenwagen mit einer Kettensäge vorher, wenn ich dann eine habe. Kommen wir da gut hin? Ja, da kommen wir gut hin. Also, die muss vorne einsteigen. Hello there. Krankenwagen voll. Okay, wir müssen ganz schnell zurückheizen. Dann muss ich den letzten abholen. Na, na, na.
mal kurz den Sound ändern, dass es nicht eindeutig klingt. So. Die nächsten drei werden abgeliefert. Dann sind es nur noch vier. Aussteigen, 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 aussteigen. Hopp, 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 hopp. Ich bin leicht in Eile. Merkt man bestimmt. Hinten einsteigen, wenn es geht. Perfekt. Soll ich die zwei da hinten ab? Zuerst ab, sagen wir so. Dann können sie nach vorne einsteigen. Hopp, 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 hopp. Wenn wir einen Block fahren. Das ist cool. Fährt mir da einfach ein Auto. Oh nein. Passt bloß auf, wenn sie die Fahrt schießt, wie auch immer. Blöde Gangster. Wir sind ja selber ein, aber egal. Blöde Gangster, einfach aus Prinzip. Aussteigen, 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 aussteigen. Letzter Patient wird es abgeholt. So. Letzter Patient bitte hinsteigen. Natürlich ist die Tür auf. Anstatt man daneben einfach reinspringt und fertig. Nein, da steht die Tür auf. Das ist richtig nervig. Wir haben noch zwei Level vor uns, Leute. Dann haben wir es endlich geschafft. 5000 Belohnung. Das geht. Das geht schon gut, klar. Wir holen uns erstmal mal die Links hier ab. Die zwei. Platz da, ihr. Nervbolzen. Oh ja, die gute alte Zeit in GTA San Andreas. Im Multiplayer auf dem Real-Life-Server. Da habe ich drin gearbeitet. Ganz recht, ich war Polizist. Das war eine schöne Zeit, bis ich dann angefangen habe, die Army zu mobben. Weil Armyler einfach blöde Idioten sind und nicht fliegen konnten. Steig doch einfach daneben ein, wo die Tür nicht auf ist, wo es keine Tür mehr gibt. Das ist Zeit kriegen, 45 Sekunden. Platz da, Platz da, Platz da, ihr Blöden. Steig einfach vorne ein. Wir sind jetzt bei 28 Minuten schon. Ihr seht, es dauert immer ein bisschen. Aber unter 40 Minuten kriegen wir das schon hin. Ich werde mal gucken. Und hier entlang und hier entlang und hier entlang. Hoppa. Auf, steig doch ein, Mann. Oh, fuck. So. Oh. Ich habe die Aufnahme ganz kurz gestoppt. Wo war ich hin? Wo war ich hin? Wo war ich hin? Wo muss ich hin? Lang. Ich habe die Aufnahme kurz gestoppt beim Niesen. Es war echt. Boah. Dreimal genießt, ey. Das war echt ekelhaft. Dann habe ich mir schon gründlich die Nase geputzt. Um die Nase wieder frei zu kriegen. Ich glaube, es hat nicht viel gebracht. Man hört es, glaube ich, auch. Lernt mal Auto fahren, ey. Auf, auf, steig ein. Oh. Oh. Mies, mies. Wollte ja zum Krankenhaus fahren, ganz vergessen. Gar nicht aufgepasst jetzt. Mies. Shit happens, wenn man niesen muss, ey. Das ist richtig mies, ey. War jetzt auch keine Absicht, dieser Fail. Platz. Ich hab kaum Zeit. Die fahren alle schon arschlich. Gerade der Bulli da wieder. Der da. Da alle so doof rum, hey. So, erstmal Mikrokabel richtig ordnen. Ah. Ging am Fuß. Das steigt jetzt endlich aus, dass ich Zeit kriege. Bulle macht Platz. Ich bin leicht in Eile. So, Patient Nummer 1, folge mir.
Kommt schon, Jungs. Rennet schneller. So, jetzt höre ich erstmal den ganzen da hinten. Wie, Krankenwagen schon wieder? Ich raff nicht, warum der Krankenwagen immer voll ist. Ich habe gerade alle ausgeladen und habe ich einen vergessen. Ach Gott, ich hasse das Spiel. Ich hasse diese Mission. Ganz ehrlich. Ein Glück muss ich sie nur einmal machen für diesen Bonus. Was es ist, werdet ihr sehen. Jeder, der es nicht kennt, wird sich freuen, das zu erfahren. Und zwar so wie ich. Erstmal richtig einen Wutrausch kriegen. Und dann denkt man sich, warum bin ich nicht früher drauf gekommen? So, jetzt. Drei freie Plätze. Ich glaube, ja, sechs haben wir noch. Also gut, wir haben eigentlich genug. Zum Beispiel die Kuh ganz da hinten ab. So, Vanilla. Oh, kommt schon, Leute. Könnt ihr nicht aufpassen? Naja, eigentlich sollte ich aufpassen, aber ey. Ich bin Krankenwagen mit Blaulicht, die müssten ausweichen. Theoretisch, praktisch. Very serious gesprungen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Kurvenfahrerei und so. Auf, spring rein. Hüpf rein ins Auto. So, ho, ho. Spring herein. Tür hätte sie auch offen lassen können, ganz ehrlich. Wir holen jetzt einen von den zwei ab. Ladies first. Das ist ja nämlich ein Auto voller Frauen. Oh, dumme Bulle, man weiß doch auch. You know what I did to get this ride, homie? Alles getan, um an das Auto zu kommen. Die Folge wird ein bisschen Überlänge haben. Aber nichts Schlimmes. Mhm. Und eine Art viel Zeit. Deswegen auch wegen Rendern und so hochladen wird ewig dauern. Wird richtig nervig. Ich hole jetzt erstmal den hier ganz vorne ab und dann hole ich den hier in der Kurve ab. Dass es ein bisschen geordnet geht, dann holen wir den und dann die letzten ab. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen das System arbeiten. Schnell umdrehen, steig ein. Steig einfach vorne ein, schnell zu Wurst. Wir fahren jetzt ein bisschen hier ab, über den Parkplatz. Muss nur aufpassen, dass wir den Patienten wieder fahren. Los, steig ein, spring rein, hopp, hopp. Genau, spring einfach durch die Tür. Da ist der letzte. Nee. Komm, spring rein jetzt. So, 30 Sekunden, Krankenwagen voll. Jetzt kommen die letzten 12 Patienten. Das sind jetzt die letzten 11. Die letzten 3 von den 11er, von Level 11. Und als nächstes kommen dann die letzten 12 Patienten. Noch 12 Patienten, Leute, und dann kriegen wir den Bonus, mein Freund. Meine Fresse. So viel Zeit nur, damit wir ein bisschen Bonus kriegen. Was es allerdings ist, ist ziemlich nützlich, gerade bei der Mission von OG Luke, dem Blödmann. Spring rein. Very fast and very serious fahren. Ich fahr's einfach hier durch. Du springst jetzt auch hinten rein. Komm. Krankenwagen wieder voll. Jetzt muss ich leider am Patienten vorbeifahren. Ist zwar schade drum, aber Krankenwagen voll. Kann ich nichts tun. Wenn Krankenwagen voll, dann passt keiner mehr rein. Muss man abliefern gehen. Ist aber gut. Verzollt.
Wir haben nur drei freie Plätze, wir gehen gleich direkt weiter. Den Platz, Mann. Erstaunlich, wie viel der Krankenwagen aushält, wenn er auf Mission ist. Das ist einfach erstaunlich. So an sich wäre er jetzt schon längst mindestens dreimal hochgegangen. Komm, spring rein jetzt. Wer schießt, wo schießt, mir egal. War noch drunter zum. Falsch gedriftet. Und jetzt ist es. Den ab. Und zummen wir den hier ab und dann kommen wir zurück. Taximissionen sind eigentlich auch ganz nice, aber ziemlich langweilig, weil nichts passiert wirklich. Man holt nur die Leute ab, fährt sie irgendwo hin innerhalb von dem Zeitlimit. Man muss langsamer fahren, weil sonst gibt es weniger Bonus. Und man sollte trotzdem sich ein bisschen beeilen, dass es doch ein bisschen Bonus gibt und so weiter. Das ist ziemlich ätzend. Außerdem, Krankenwagenmission ist so eine Möglichkeit, wenn man lange nicht gespielt hat, einen neuen Speicher anfängt, einfach mal wieder stoppen will, ist es Krankenwagenmission eigentlich eine gute Idee, da man gut seine Fahrkenntnisse in GTA San Andreas auffrischen kann, da die Lenkung bzw. Fahrzeugsteuerung etwas, naja, komplizierter ist, sich anders. Man muss sich halt umgewöhnen, wenn man jetzt zum Beispiel Need for Speed die ganze Zeit zockt und dann auf GTA San Andreas zurückgeht, ist es eine riesen Umstellung beim Fahren. Wenn man einfach nicht so hohe Geschwindigkeiten hat, dass man schon früh losdrücken muss auf Bremse und so weiter. Das ist halt alles ein bisschen anders. Steig ein. Ein Glück hat der Cops nicht gesehen. Der hätte sonst schon wieder verhaften wollen. Gibt's in Vice City. In GTA Vice City gibt's auch eine geile Nebenmission, wo man einfach mit dem Eiswagen rumfährt und irgendwelche Drogen vertickt. Man verdient nicht viel dabei. Und man muss alle 5 Minuten in den Pain Spray 100, ja nicht 100, ja doch 100 glaube ich. 100 oder 1000 einfach mal ausgeben, dass man sein Auto repariert und dass man die Cops verliert. Ist ein bisschen really beschissen. So, 5 Minuten Zeit. Die letzten 3 Personen, Leute. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, 3 Personen einzusammeln. Und wieder ein bisschen Limousine. Fahr nicht langsamer, weich aus. Boah, schloss, fahren wir nicht durch den Weg. Ups, da habe ich sie aus Versehen erwischt. Er kleidet um die Prostituierte. Aus verschiedenen Gründen. War keine Absicht. Passiert nie wieder, versprochen. Ja, okay. Gelogen. So läuft das passiert uns auch. Very, very oft. Komm, spring rein, Alter. Ich hab gesagt, spring rein und fall nicht um. I'll eat my way out of here if I have to. Bei gut 50 Minuten sein, wenn wir hier fertig sind. Tadü, tada, tadü, tada, mach Platz, mach Platz, mach Platz. Nium. Letzte Person. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht zu schwer erschüttern. 45 Sekunden Zeit, jetzt haben wir 6 Minuten. Und der Krankenwagen ist voll, wir haben 6 Minuten zum Zurückfahren. Und jetzt, wenn ich am Krankenhaus bin, achtet auf den Gesundheitsbalken. Ihr müsst einfach nur auf den Gesundheitsbalken achten. Und dann merkt ihr schon, was ich gemeint habe, warum es eigentlich ziemlich gut ist, die zu machen. Die 12 Missionen für den Krankenwagen. Achtung, jetzt. Was für ein dicker Maximalwert an Gesundheit. Jetzt kann man die scheiß Sirene ausmachen. Ich gehe jetzt schnell speichern. Wir haben 37.000 Cash gemacht. Einfach mal nur durchs Krankenwagen fahren. Wir waren schnell zurück in die Grove. Und danach sehen wir uns in der nächsten Folge.
Aber erstmal fahren wir zu Grove. Bevor wir uns schon verabschieden. Platz da, ihr. Er hat schon richtig gesagt, diese Genies sollen Platz machen. Vorsichtig. Zwei Reifen balancieren. Und ich glaube, dann machen wir mit der Sweet-Mission weiter. Einfach weil sie lustig sind. Und auch eine gute Möglichkeit zum Cash verdienen sind. Man darf sich bloß nicht vom Auto überfahren lassen, sonst wird man tot geparkt. Okay, läuft er? Ich dachte, er geht rein. Okay. So, Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von GTA San Andreas. Bis dahin, auf Wiedersehen.